So Leute, willkommen zurück zu Resident Evil Director's Cut. Oh yeah, okay, wir sind hier stehen geblieben, meine lieben Freunde. Und haben beim letzten Mal die ganzen Wappen rausgeholt und uns bereit gemacht, das Spiel ja weiterzumachen, ne? So wie es aussieht. Wir haben alle erforderlichen Items. Was erwartet uns also jetzt? Was genau hält das Spiel bereit? Wir werden es herausfinden. So. Wo haben wir eigentlich das letzte Mal? Haben wir? Ja, haben wir. Ja, passt schon. War nur ein Denkfehler. Wenn ihr nicht mitbekommen habt, umso besser. Dafür gibt es ja Gedanken, ne, dass die anderen nicht hören. So, gut. Das wird jetzt ganz, ganz fix gehen. Und zwar setzen wir hier unsere Teile ein, weil wir so cool sind. Das ging echt sehr schnell, aber das war zu erwarten. Ohne mich jetzt wichtig machen zu wollen oder so, aber das war zu erwarten, dass das hier fix vorangeht. So, aufgeschlossen und durchgehen wir. Wenn ich bedenke, wie ich ja früher ewig gebraucht habe, um überhaupt an diese Stelle zu kommen. Das war ganz schön krass, kann ich euch sagen. So, hier machen wir gleich mal Folgendes. Da oben gibt es nämlich eine Kurbel. So. Einmal. Sollte reichen. Moment, von der anderen Seite vielleicht. Boah, die Steuerung. So. Hüsse. Und da ist es. Perfekt. Und hoch da. Cool. Ach komm. Wegen den 1 Zentimeter, hey. So, sie sieht's natürlich nicht, ne? Sie ist ja blind auf beiden Augen, ne? Kennt er ja. Also muss ich eins weiterschieben und das Ganze wiederholen. Jetzt sieht sie es natürlich. Nur 1 Zentimeter. Möchten Sie das nehmen, Kurbel? Ja, bitte. So. Im Remake gibt es hier links, also links, wo was jetzt wieder rechts ist, so jetzt aber, links hier, wo ihr die Wand gerade seht, da gibt es normalerweise eine Treppe hinunter und dann gibt es noch einen kurzen Waldweg zu einer alten Hütte und da kommt was ganz, ganz Furchtbares im Remake, aber möchte ich jetzt nicht genauer erläutern, am besten einfach mal in das allererste Let's Play gucken, was ich mal gemacht habe. Ich höre da was knurren. Ja. Na komm. Ich höre doch deine Pfötchen. Na komm. Alter, wo bist du? Hure. Boah, sorry für das böse Wort. Ich habe mich aber gerade übelst erschreckt. Fängt er plötzlich an, voll zu rennen, der Vollidiot. Ja, Alter, wieso treffe ich den Vollidioten denn nicht? So, Moment. Kombi. Und jetzt. Alter, hör auf, mich zu hauen, du Mistkerl. Ih, die sind voll hässlich, Alter. Guck dir da mal das Auge an von dem. So, jetzt ist aber Ende im Gelände. Aha. Da war was am Funkgerät. Kann ich das eigentlich irgendwie benutzen? Funk. Moment. Ja. Brad, this is Jill. This is Brad. Stars Alpha Team. Bravo Team, it doesn't matter. Anybody, answer me. This is Brad. Brad? Die Verbindung ist sehr schlecht. Okay, gut. Sollen wir ein bisschen Heilung mitnehmen? Sind wir eigentlich angeschlagen durch die 2 Hundeangriffe? Ja, aber nur sehr, sehr minimal. Ich würde sagen, ich mache einmal so ein Allround-Mix. Also einmal nehme ich mir hier so ein Kraut, ziehe es mir mal direkt rein. Moment. So. Boah. So, jetzt bin ich direkt high. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir hier so ein Allround-Mix. So ein Blau-Rot- und grün Dingens da. Gedöns. Das wirkt dann wunderbar gegen Gift, was auch gut ist, weil hier in der Nähe haben wir, glaube ich, ein paar giftige Monster, wenn mich nicht alles täuscht. Und das wäre dann nicht schlecht, wenn wir das haben. Ich
weiß auch gar nicht, wie weit eine Kiste entfernt ist, deswegen möchte ich nicht zu viel mitnehmen, das könnte fatal enden. So. Kombinieren. Ja, bitte. Jupp. Und voilà, haben wir ein super Kräutchen. Ich weiß nicht, nehm die noch mit, ist ja wurscht. Man kann nie zu viel Heilung haben, sag ich immer. So. Ist ja furchtbar spannend, hier alles in Zeitlupe aufzuheben. Aber das war, glaube ich, so langsam, oder? Im ersten Teil, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch wurscht, das ist schnell genug, sagen wir so. Möchten Sie dies nehmen? Ja, bitte. So, und das ganze Gedöns nochmal von neu. Zack, zack. Und, yep. Und das Ganze nochmal. So. Ja. So, jetzt haben wir es aber endlich, ey. Es wurde aber auch Zeit. So, links ist ein Fahrstuhl, den wir nicht benutzen können. Noch nicht. Deswegen gehen wir erstmal hier chillig weiter. Die Zeit verrennt mir zu schnell. Ich hasse die Zeit. Zeit ist ein großer Feind von mir. So. Hier kurz einen Hebel benutzen. Ja. Mysteriöses, unheimliches Quietschen von der Kurbel. Oh yeah. Das Wasser läuft auf der gegenüberliegenden Seite herunter. Okay. Was für uns heißt, wir haben einen Weg für Jill freigemacht. Umso besser. Wow, du bist ja voll cool. Springst hier direkt mal die Leiter runter. So. Und hier kommen jetzt... Ah, Schlangen. Uah. Die sind im Remake gar nicht mal so leicht auszuweichen. Da haben sie mich ein paar Mal erwischt. Hier ist das Kinderkacke. Hier haben sie irgendwie überhaupt keine Reichweite. Was umso besser für uns ist, ne, würde ich mal sagen. Ist ja absolut in Ordnung so. So. Ich höre schon wieder Hundis. Uah. Oh oh. Kamela. Ja. Boah, das war schön. Oh yeah. Wie sieht's mit Schuss aus? Eine Kugel noch drin. Ist ab jetzt meine Glückskugel. So, da hinten braucht man eine Batterie. Das bringt also momentan nichts. Kann ich hier schon durch? Nee. Gut, da will ich auch noch gar nicht hin. Da ist es voll unheimlich da unten. Aber das werdet ihr noch sehen. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich eh. So. Oh. Ja, guck mich halt voll komisch an, hey. Bam. Hahaha. Hundi, ihr habt keine Chance. Und jetzt. Gnadenstoß. Bin ich eigentlich verletzt? Ne, die haben mich ja auch gar nicht getroffen. Da kann ich ja schlecht verletzt sein. Aber die Munition geht uns langsam aus. Muss ich das dazu sagen? Sollten uns ein bisschen zusammenreißen. Aber in mir steckt der Killer. Ich habe ständig Lust, Hundis zu töten. Aber nur solche Zombie-Hunde. So, was haben wir hier? Hier gibt es wieder jede Menge Kräuter, was ich aber nicht gebrauchen kann. Das nehmen wir gleich mal mit, die Statue hier. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Das ist hier ein bisschen, da sind wir ein bisschen länger am Weg jetzt in diesem Gebiet. Das ist sozusagen das zweite Herrenhaus. Du bist hier alles in Holz gehalten. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Holzmichel noch? Holzmichel noch? So. Habe ich das weit genug geschoben? Mal gucken. Ja. Weil aus dem Loch, was ihr da gerade gesehen habt, im Boden kommt so ein... Ja, das sage ich euch nicht. Das seht ihr dann noch. So, jetzt ist das aber drüber gestellt und somit haben wir erstmal Ruhe davon. Ich glaube, das ist der Speicherraum. Da holen wir jetzt erstmal ein paar Zeugs raus und legen Heilung rein und was es nicht alles gibt. So, da haben wir gleich mal einen Hilfespray, den nehme ich mal gleich mit. Aber an Heilung fehlt uns echt nicht, Leute. Also ganz ehrlich, hätte Lichter noch Stinger. Oder Stinger, sage ich, Granaten. Lichter schon Farbmann eigentlich?
ist eine alte Schreibmaschine und bla und etc. Nee, da liegt keine. Aber wir haben nicht mehr so viel Fahrbahn, wir sollten uns ein bisschen zusammenreißen. So, nehme ich das auch mal mit. Ja, bitte. Aber ist krass, dass es hier das Auto anvisieren gibt, denn das kann ich mich gar nicht erinnern, dass es das direkt gab eigentlich. So, was stellen wir denn alles weg? Die Kurbel, brauchen wir die vorerst? I don't know. Ich belasse sie aber sicherheitshalber in meinem Inventar. So. Dann tun wir hier nochmal rein und hier. Moment. Das nehmen wir kurz wieder raus und kombinieren das mal eben. Yep. So. Und dann natürlich kurz mal speichern. Einfach zur Sicherheit. Aber zwei Farbbänder nur noch. Das ist heikel. Das ist heikel. Wie kann das eigentlich sein, dass ich so wenig Farbbänder habe? Also es wird sich schon irgendwo wieder ein Farbband ergeben. Hundertprozentig. Bin mir absolut sicher. Aber wenn man bedenkt, wir sind relativ weit, muss ich ganz ehrlich zugeben, und haben erst 5-mal gespeichert. Schlafräume 1F. Ist eigentlich ein wirklich schöner Schlafraum. Total simpel gehalten, aber dennoch warm und herzlich. So dass man wunderbar schlafen kann und seine Träume entfalten kann und genießen kann. Und danach mit Ejakulat in der Hose aufwacht. Das habe ich nicht gesagt. La 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 la. Genau. Hier gehen wir direkt mal rein. Das ist meistens immer das Badezimmer. Das muss man sich ein bisschen wie ein Hotel vorstellen oder sowas. Genau, ich glaube, wenn ich hier das Wasser ablasse... Die Badewanne ist voll mit dreckigem Wasser. Möchten Sie den Stöpsel ziehen? Ja, bitte. Vergiss aber nicht, dir direkt danach die Hände zu waschen. Aha. Da ist doch jetzt bestimmt was drin, oder etwa nicht? Aha! Möchten Sie dies nehmen? Kontrollschlüssel. Ja, bitte. So. Und wieder raus hier. Ich mag die Musik hier ehrlich gesagt nicht so. Die ist total hektisch, dieses... Ich kann das gar nicht nachmachen, der Takt, den triff ich gar nicht. Bam, zack, zack. Da hinten ist ja direkt noch einer, lol. Also eins weiß ich, in leicht waren das definitiv nicht zwei. Und schon wieder erinnert mich diese Stelle irgendwie an einen Film. Und zwar an Tanz der Teufel, fragt mich nicht warum. Habe ich aber auch schon im ersten Part gesagt, da hat mich das auch so fürchterlich daran erinnert, dieser Wald. Möchten Sie dies nehmen, rotes Buch? Ja, bitte. So. Haben wir sonst hier noch was liegen? Der Schreibtisch ist verschlossen. Möchten Sie dies benutzen, Dumm-Dumm-Geschosse? Ja, bitte. Und was ist darin? Schrotmunition. Da wir nebenan natürlich gleich eine Kiste haben, lassen wir das natürlich alles schön fleißig mitgehen. Gibt's hier sonst noch was? Haben wir hier was liegen? Nö. Vielleicht im Schrank. Nichts von Interesse. Na, da musst du deinen Horizont eben erweitern. So. Nee, aber sonst ist hier nichts. Gut, dann gehen wir wieder raus. Wir gehen direkt nochmal in den Speicherraum, legen ein paar Zeugs ab. Und dann machen wir weiter natürlich, ne? Da hinten die rote Tür sieht schon verdammt verdächtig aus und da gehen wir natürlich auch rein. War irgendwie klar, oder? Ja, ja, so. Da legen wir direkt mal ab das Buch. Ne, das Buch behalte ich mal. Die Schrottmonition legen wir ab. Da muss ich schon wieder kurz mal rausholen. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Schrottmonition rausholen. So. So. Ich weiß nicht, soll ich das rote Buch gleich bei mir behalten? I don't know. Und vor allem den Kontrollschlüssel, den brauchen wir sowieso. Ja, ist wurscht. Ich belasse es einfach mal so. Und mache aber an dieser Stelle einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Resident Evil. Bis dann, meine Freunde.